Warum schauen immer noch so viele Leute Serien und Filme illegal? Heute finden wir es heraus. So will ich einfach mal alle Gründe durchgehen. Das Ganze soll jetzt keine Rechtfertigung sein, sondern es dient eher dazu, die Baustellen aufzuzeigen. Was müssen die Verantwortlichen verbessern, damit mehr legal geschaut wird? Und was stört eben Anime-Fans an der aktuellen Lage? Aber auch diese Dinge haben sich schon verbessert. Wenn man mit so einem Video loslegt, dann redet man eigentlich immer über die goldene Netflix-Zeit, wo man alle Serien und Filme bei Netflix streamen kann. Wir als Anime-Fans haben diese goldene Netflix-Zeit nicht wirklich mitgemacht. Für uns gab es nicht diesen einen Streaming-Anbieter, wo man dann alle Anime schauen kann. Klar, es gab zuerst Anime On Demand, aber als dieser Streaming-Anbieter so richtig losgelegt hat, da kamen dann schon Crunchyroll und Wakanim ins Felde. Also es gab nicht wirklich die Zeit, wo man wie bei Netflix alle Sachen schauen konnte damals. Aber natürlich, wie gesagt, alle, die sich jetzt nicht so sehr auf Anime fokussieren, die werden auf jeden Fall sagen, das war die schönste Zeit, wo man alles auf Netflix schauen kann. Aber ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Das ist keine News. Diese Zeit ist vorbei und die wird auch wahrscheinlich für immer vorbei sein. Nun gibt es eben ganz viele unterschiedliche Streaming-Anbieter und viele haben auch gesagt, dass eben das eines der größten Probleme ist. Also die reine Anzahl dieser Streaming-Anbieter. Ich habe nämlich auf Twitter eine Umfrage zu diesem Thema gemacht. Da haben ganz schön viele Leute geantwortet. Erstmal danke dafür. Und viele Leute haben halt gesagt, okay, die Übersicht ist halt nicht mehr da. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Anime schauen kann. Es sind einfach zu viele Anbieter. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier bei Tearmaker, das bestätigt sich auch in gewisser Weise. Wir haben ja einmal Disney Plus mit einem Anime, Prime mit zwei Anime, Aniverse mit vier Anime, Akiba Pass TV mit fünf Anime, Netflix dann mit sechs Anime, High Dive hat acht Anime und dann Crunchyroll hat ganz, ganz schön viele Anime. Deswegen, also ohne Frage, ein Crunchyroll-Abo lohnt sich auf jeden Fall. Aber du musst halt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anbieter abonnieren, um alle Anime schauen zu können. Klar, es gibt auch hier und da mal Überschneidungen, zum Beispiel hier bei Akiba Pass TV und Aniverse, die haben einige Überschneidungen. Oder zum Beispiel hier auch Tsundere Villainous Lieselotte gibt es auch bei High Dive oder eben auch Tsurune gibt es auch bei High Dive, aber da nur mit englischen Untertiteln. Aber ja, es sind eindeutig ganz schön viele Anbieter, deswegen mache ich ja auch zu jeder Season jetzt so ein Video, wo ich dann alle Anime durchgehe, wo man die streamen kann, damit ihr zumindest ein bisschen die Übersicht habt. Und natürlich ist ohne Frage die Anzahl der Streaming-Anbieter ein Problem, aber ich finde auch, dass die Umsetzung wichtig ist. Und da sind mir eben gerade vier Streaming-Anbieter negativ aufgefallen. Legen wir erstmal los mit Aniverse. Ich finde es immer schade, dass ich diesen Streaming-Anbieter erwähnen muss, weil eigentlich mag ich ihn, aber gerade in der letzten Season haben sich schon einige Schnitzer erlaubt. Und da wäre einmal Eminence in Shadow. Ist ja ein extrem beliebter Isekai-Anime und wer den halt bei Aniverse schauen wollte, der konnte das häufig nicht. Die aktuelle Folge, meistens 2 bis 3 Tage gab es dann Verzögerung, wenn nicht sogar manchmal eine Woche oder sogar 2 Wochen. Und das kann einfach am Ende des Tages nicht sein. Ein ähnliches Beispiel auch bei der letzten Folge von Bibliophile Princess hat auch ganz schön lange gedauert, genauso wie bei Reincarnated as a Sword. Und wenn man dann ein Abo abschließt, gerade dann auch ein Doppelabo mit Prime und dann eben Aniverse und man kriegt dann nicht die Anime, die man halt will, die Folgen, die rausgekommen sind, da ist man dann schon ein bisschen genervt, ne? Man bezahlt ja auch dafür. Ist ja nicht, dass der Anbieter kostenlos oder sowas wäre. Man muss dazu sagen, dass sowas nicht mehr so häufig vorkommt. Wir hatten das kurz mal bei Spy Classroom, dass eine aktuelle Folge nicht verfügbar war, aber die wurde dann auch kurze Zeit später nachgeliefert. Klar, ist nicht optimal, aber ist auf jeden Fall deutlich besser, als was man vor einer Season noch gehabt hat. Dann ein Streaming-Anbieter, den wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen, ist Akiba Pass TV. Allein schon wegen ihrem Format, wie sie halt die neuen Anime zeigen, und zwar in einem Livestream. Jeden Donnerstag gibt es dann diesen Livestream. Da muss man nicht unbedingt einschalten, wenn man sich ein Ticket, ja, man muss sich ein Ticket immer dafür kaufen. Wenn man sich ein Ticket dafür gekauft hat, kann man den auch 7 Tage danach noch nachholen oder bis zu 7 Tage danach noch nachholen. Aber erstens sind dann auch die Anime weg und zweitens so ein Livestream will man logischerweise auch live sehen. Und wenn man da dann keine Zeit hat, immer regelmäßig, ist das nicht unbedingt optimal. Deswegen, auch wenn das viele Leute wahrscheinlich nicht unbedingt hören wollen, aber ein Abo-Modell wäre da wahrscheinlich deutlich besser. Ich weiß, noch ein neuer Streaming-Anbieter, aber finde ich deutlich besser, wenn man da ein Abo-Modell anbieten würde, als wenn man das eben in diesem Livestream-Format macht. Weiß ich nicht, wie erfolgreich beziehungsweise auch wie zukunftsgewandt das Ganze ist. Manche Lizenzen auch, wo wir gedacht haben, dass die exklusiv sind bei dem Anbieter, wurden dann später doch noch Aniverse zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Onimai. Und das hat natürlich ganz schön das Vertrauen beschädigt, denn manche Leute haben sich eben dann Tickets gekauft, weil sie gedacht haben, okay, den kann man halt nur bei Akiba Pass TV kaufen oder haben sie den sich vielleicht sogar digital zum Downloaden gekauft und dann plötzlich gab es
die Überraschung, oh, der Anime gibt's dann doch bei Aniverse. Und man hat eben auch wirklich gesagt, dass diese Serien exklusiv bei Akiba Pass TV sind. Das war jetzt also nicht eine Sache, die man nur angenommen hat, sondern das wurde auch so kommuniziert, was natürlich echt ziemlich schade ist. Deswegen, da müssen sie das Vertrauen auf jeden Fall wieder herstellen erstmal. Eine aktuelle Situation gibt's auch, dass das Material für zwei Serien fehlt. Einmal Tsundere Villainous Lieselotte oder auch den Bogenschieß-Anime Tsurune, die zweite Staffel. Aus irgendwelchen Gründen kriegen die für diese Anime aus Japan nicht das Material und man fragt sich so, warum? Weil bei High Dive gibt es keine Probleme. Es ist also nicht so, dass irgendwie in Japan die Produktion stoppt. Da hätte ich ja schon drüber berichtet, so ist es ja nicht. Dann ist es logischerweise nicht die Schuld von Akiba Pass TV oder eben Peppermint in dem Fall, sondern eben, dass die japanischen Studios nicht hinterherkommen, beziehungsweise es da zu viele Krankheitsfälle gibt. Aber wenn das High Dive hat, die Anime, warum dann nicht Akiba Pass TV? Ein Streaming-Anbieter, der in letzter Zeit auch immer relevanter wird, ist Disney Plus und die haben es ja auch immer wieder hinbekommen, Serien zu lizenzieren, aber dann uns das erstens nicht wirklich mitzuteilen, also das musst du dann über irgendwelche Newsseiten erfahren und wann die veröffentlicht werden oder ob die überhaupt bei uns veröffentlicht werden, das war dann lange Zeit nicht klar. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei Summertime Wonder oder eben auch Bleach. Ich hoffe, das hat sich jetzt verbessert. Also wir sehen es ja aktuell mit Tokyo Avengers Staffel 2, dass der im Simulcast gezeigt wird. Wir werden es dann wirklich testen im April mit Heavenly Delusion. Das ist nämlich eine deutlich kleinere Serie als Tokyo Avengers. Da könnte man also ohne Probleme den Simulcast sich wegsparen. Wir hoffen es mal nicht. Also wenn die Serie im Simulcast gezeigt wird, gehe ich auch mal stark davon aus, dass das in Zukunft dann häufiger oder immer passieren wird. Und auch immer noch nicht wirklich angefreundet haben wir uns mit High Dive. Bei High Dive gibt es nämlich zum Beispiel aktuell das Problem, dass man manche Serien nur mit VPN streamen kann. Also zum Beispiel den Slice of Life Sport Anime Moipon oder den fantastischen Isekai Anime Farming Life in Another World. Da braucht man nicht nur ein High Dive Abo, sondern muss dann auch ein VPN anschließen. Und was natürlich auch für viele das Problem ist, trotz der aktuellen Zeit, obwohl scheinbar alle Englisch können, viele Leute sind nicht dafür bereit, für englische Untertitel Geld zu bezahlen. Also die wollen dann, dass die Serien dann auf jeden Fall auch auf Deutsch übersetzt werden. Denn bei High Dive gibt es eben nur englische Untertitel. Auch ein Problem ist, muss man einfach sagen, die allgemeine Verfügbarkeit von Serien. Manche Serien sind eben nicht streambar und wenn man sie sich dann kaufen will, dann ist das ganz schön teuer. Bestes Beispiel Dragon Ball. Also wenn man sich Dragon Ball komplett anschauen will, meine Güte, da muss man ganz schön tief in die Tasche greifen. Hier und da ist auch mal nicht die deutsche Synchro verfügbar. Auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist One Piece. Ich habe die Serie auch damals 200 Folgen mit deutscher Synchro gesehen und wenn ich sie da mal weiterschauen will irgendwann oder vielleicht nochmal, will ich sie logischerweise auch mit deutscher Synchro schauen und bei Crunchyroll gibt es da eben nicht diese deutsche Synchro, da gibt es nur die japanische Version mit deutschen Untertiteln. Schön, dass man ihn überhaupt komplett streamen kann, das ist natürlich fantastisch, aber wäre halt schön auch mit deutscher Synchro. Dann ist es auch so, dass manche Staffeln von einzelnen Anime auf unterschiedlichen Streaming-Anbietern verteilt sind. Das beste Beispiel, was ich da immer nenne, ist Teasing Master Takagi-san. Staffel 1 gibt es bei Crunchyroll, Staffel 2 gibt es bei Netflix und Staffel 3 bei High Dive. Natürlich eine totale Katastrophe, ohne Frage. Und manche Serien, logischerweise, das gibt es immer noch, die wurden noch gar nicht lizenziert. Wie zum Beispiel vor ein paar Monaten Monster oder eben auch Nana. Die wurden ja jetzt zum Glück von Netflix bzw. auch von KSM lizenziert. Bei Netflix kann man sie jetzt streamen, was natürlich eindeutig fantastisch ist. Aber es gibt natürlich auch einige Anime, wie zum Beispiel den Shinsekai Yori, die noch nicht bei uns lizenziert wurden. Auch ein Thema, was ich immer wieder auf diesem Kanal bespreche, ist Zensur. Wir sehen es zum Beispiel gerade in der aktuellen Season mit zum Beispiel Onimai, ab sofort Schwester. Dieser Anime wird bei uns zensiert. Da hat auch nicht wirklich Crunchyroll was damit zu tun. Bei Crunchyroll läuft der Anime auch gar nicht. Da hat auch nicht Aniverse damit was zu tun oder Peppermint bzw. Akiba Pass TV. Japan gibt aus irgendwelchen Gründen die unzensierte Version nicht raus. Was man zumindest mitbekommen hat, dass Peppermint sogar die unzensierte Version angefragt hat, aber die wollten sie einen nicht rausrücken. Da muss man aber sagen, dass es in letzter Zeit auch eine gute Entwicklung gibt. Gerade auch bei Aniverse. Deswegen finde ich es auch echt schade, dass ich immer wieder Aniverse negativ erwähnen muss, aber es ist nun mal leider so. Aber es gibt auch gute Seiten von Aniverse und zwar, dass man zum Beispiel edgy Anime wie My Life is Inokami-san's Dog, der in der aktuellen Season läuft, gleich unzensiert schauen kann oder eben auch Immoral Guild. Also für edgy Fans, die sind bei Aniverse ziemlich gut aufgehoben. Eine Sache, die sich im letzten Jahr geändert hat, ist, dass man Anime nicht mehr so leicht kostenlos streamen kann, zumindest nicht mehr bei Crunchyroll. Bei Crunchyroll war es ja immer so, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, dass wenn man eine Woche gewartet hat, man diese Folge dann auch kostenlos schauen konnte, auch bei neuen Anime. Das hat Crunchyroll nun jetzt aber abgestellt. Es gibt aber auch gute Entwicklungen in diesem Bereich, zum Beispiel FuiFui. Diesen Amazon-Kanal, wo man auch nur ein Amazon-Konto braucht, du musst also dafür nichts bezahlen, habe ich ja schon häufiger erwähnt, denn in letzter Zeit geben die
ziemlich Gas, holen sich auch immer wieder Anime-Serien und nicht nur Real-Life-Serien bzw. Filme. Und das ist auf jeden Fall super. Deswegen hoffe ich, den auch einigermaßen damit so ein bisschen unterstützen zu können, dass der erfolgreich wird und dass Amazon dann auch realisiert, yo, es lohnt sich, Anime kostenlos anzubieten. Aber wo wir gerade auch drüber geredet haben, Crunchyroll, da gibt es gerade eine coole Aktion, dass viele Anime, die für die Crunchyroll Anime Awards nominiert wurden, man jetzt kostenlos bei dem Anbieter streamen kann. Logischerweise nur Anime von Crunchyroll, jetzt nicht Sachen von Netflix oder sowas, aber einige Anime von Crunchyroll kann man da jetzt kostenlos streamen. Was auf jeden Fall cool ist, aber auch nur für eine begrenzte Zeit, also bis dann die Anime Awards am 3. März oder 4. März dann stattfinden. Danach sind sie dann wohl nur wieder im Abo verfügbar. Und natürlich muss man auch Join bzw. ProSieben Max erwähnen, den Anime-Fernsehsender bzw. die Mediathek dazu, dass man darüber natürlich auch viele Anime mit deutscher Synchro kostenlos streamen kann. Aber auch zum Beispiel Filme, das ist ziemlich cool. Kommen wir dann jetzt noch zu einer ganz anderen Seite dieser Debatte, und zwar, dass man illegale Seiten auch viel zu leicht finden kann. Du kannst sogar, wenn du ganz einfach locker bei Google nach gewissen Sachen suchst, ohne da irgendwie die Intention zu haben, auf illegalen Seiten zu landen, dass du aus Versehen auf diesen illegalen Seiten landest. Das ist halt schon echt ein Problem, besonders wenn es dann dadurch schon fast komplizierter ist, sich ein Aniverse-Abo zu holen, als aus Versehen auf einer illegalen Seite zu landen. Auch kriegt man nicht so häufig mit, dass es Strafen für diese Tat gibt, wenn man halt sich Sachen illegal anschaut oder auch downloadet. Und hier ein richtig großer Disclaimer. Ich bin nicht euer Anwalt und nur weil man hier und da nicht wahrnimmt, dass es eben Strafen dafür gibt, heißt nicht, dass das nicht passiert, dass dann doch hier und da mal Abmahnungen ausgestellt werden oder dass das nicht vielleicht auch in Zukunft passieren könnte oder eben, dass das nicht trotzdem eindeutig illegal ist. Also für alle, die es nicht wissen, illegales Streaming ist auch wirklich illegal. Das ist keine Grauzone mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Deswegen, also macht das nicht, hier Disclaimer, nur weil man nicht davon häufig was mitbekommt von irgendwelchen Strafen, ist es trotzdem natürlich eindeutig illegal. Manche haben auch geschrieben, beziehungsweise als Vermutung aufgestellt, dass man kein Geld hat, gerade im jungen Alter. Man muss nur sagen, ich finde für Crunchyroll, für ein Abo muss es da auf jeden Fall reichen. 7 Euro sollten die meisten haben, natürlich nicht alle, aber es ist zumindest deutlich billiger, als wenn man sich die Sache auf Blu-ray kauft. Also das kann man ja auch einigermaßen gut vielleicht seinen Eltern vermitteln, dass anstatt man sich die Serie zu kaufen, man eben 7 Euro pro Monat bezahlt und dann eigentlich einigermaßen zufrieden sein sollte. Klar, man kann nicht alle Streaming-Anbieter abonnieren. Das ist, wenn man jung ist, nicht so leicht. Da muss man wahrscheinlich 50 Euro pro Monat bezahlen, wenn nicht sogar deutlich mehr noch. Dann muss man auch in gewisser Weise der Realität ins Auge blicken. Wenn es immer solche illegalen Gratis-Angebote gibt, gratis in Anführungsstrichen, dann werden das auch die Leute nutzen. Das ist am Ende des Tages auch das Problem, dass dann, wenn man natürlich sich entscheiden kann, ja, schaue ich jetzt illegal oder bezahle ich dafür jetzt 7, 10, 15 Euro, dann schauen viele Leute leider illegal. Manche Leute haben sich es vielleicht auch einfach nicht abgewöhnt von damals. Damals, da gab es eben sehr wenige Anime im Stream und auch sehr wenige Anime wurden lizenziert und da hat man eben sich die Sachen dann illegal angeschaut. Und wenn man das jetzt schon seit 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren macht, das sich dann abzugewöhnen, das machen vielleicht manche nicht. Die sagen sich, ja komm, ich bleib jetzt bei der Seite, mir doch egal, ich bezahle jetzt nichts für Crunchyroll oder für Aniverse. Und das sollen auch erstmal die Gründe, glaube ich, sein. Ich hoffe, ich habe da keinen Grund vergessen. Wenn ich da noch irgendwas vergessen habe, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich wollte aber hier nochmal kurz Danke sagen. Wie gesagt, ich habe ja auf Twitter einen Beitrag dazu gemacht und innerhalb von ein paar Stunden gab es da 60, 70, 80 Antworten. Also es war auf jeden Fall ein sehr hitziges Thema, beziehungsweise denke ich auch dadurch relevantes Thema. Also da haben sich viele auch relativ gut dazu geäußert. Deswegen hier nochmal Danke dafür, für die rege Beteiligung und nur durch euch ist dieses Video auch entstanden. Vielleicht haben sich manche gewundert, hä, warum hast du denn dann keine Twitter-Beiträge eingeblendet? Nun, manche Leute haben halt am Ende ihres Twitter-Beitrags dann auch so den Satz fallen lassen, ja, deswegen schaue ich hier und da mal Anime illegal. Und ich wollte das dann logischerweise sowas dann nicht noch weiter in die Öffentlichkeit tragen, dass dann, es wird wahrscheinlich nicht die Polizei zuschauen, ne, relativ klar, aber trotzdem, das ist dann vielleicht dann doch ein etwas zu heikles Thema, deswegen habe ich das gelassen. Ich hoffe, dass ich aber jeden Twitter-Beitrag, jedes relevante Thema hier aufgegriffen habe. Wie gesagt, wenn ich etwas vergessen habe, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Schaut da dann auch mal selber rein, ob es dann vielleicht noch die ein oder anderen Gründe gibt, die ich vielleicht vergessen habe. Wenn du wissen willst, wo du alles Anime legal streamen kannst, klicke auf das Video oben rechts und für gute Anime auf Netflix, klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Wo hast du überall ein Abo? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!